Wie findest du eigentlich meine Hausschuhe? Voll süß, ich hab gerade schon gedacht, du hast echt Hausschuhe mitgenommen. Ja, ich hab ich einfach dabei. Voll süß. Die sehen auch richtig bequem aus. Sind sie auch. Schön. Anziehen? Nee, danke. Leute, herzlich willkommen zu der neuen TikTok-Reaktion mit einem Special Guest. Hallo! Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Nee, wir haben uns vor ungefähr 10 Minuten kennengelernt. Ja. Ja. Draußen, so bei der Tankstelle. Und dann hat er irgendwie gefragt, ob ich mitkommen will, ein Video drehen. Ich dachte eigentlich, das ist was anderes hier, aber... Ja. Jetzt sind wir hier. Ja. Und jetzt reagieren wir zusammen. Mit euch. Ihr. Mir. Ja. Genau. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann fangen wir an. Lass mich raten, ich spring da jetzt runter. Entschuldigung. Wow. Nee, okay. Hey, das ist so krass. Aber trotzdem, willst du dich was tun? Nie im Leben. Auch nicht für 10 Euro? Für 10 Euro? Ja. Lass mich verarschen. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich da so runterspringen würde, ich würde halt so einen Adrenalinschock bekommen, dass ich vergessen würde, den Fallschirm so zu springen. Du weißt schon, es gibt eine Rettung. Also auch wenn du nicht ziehst, kommt einer. Ehrlich? Ehrlich. Auf einer gewissen Anzahl von Metern. So automatisch? So, ja, ich glaube schon so automatisch. Ja, dann würde ich es machen. Oder? Ja. Siehst du? Komplett automatisch? Mhm. Ja. Aber ist das dann irgendjemand von oben, der da so einen Knopf drückt, oder? Nee. Nein, automatisch heißt von der Höhe. Der Fallschirm weiß genau, wie hoch du gerade bist. Navi und so. Also bist du schon mal Fallschirm gesprungen? Ja. Ehrlich? Einmal, ja. Und? War scheiße. Ehrlich? Ja. Oh Mann. Ich habe Höhenangst. Oh. Du darfst ja auch nicht alleine. Naja, wenn ich es üben würde und diesen Schein machen würde, dann dürfte ich alleine. Du musst, glaube ich, 10 Sprünge machen, um überhaupt... Ja, könnte ich ja machen. Ja, könntest du... Ja, dann mach doch. Und dann könnte ich alleine, aber ich würde nicht alleine. Egal. Egal, perfekt. Okay. Mal. Oh nein. Oh nein? Oh, oh, Gossip. Nee, was passiert jetzt? Ist das die... Nee, warte mal, das ist gar nicht die von Geissens. Doch, das ist die Tochter. Ach, ja. Ich dachte aber, jetzt kommt wieder... Kennst du dieses Bild von denen, von der Familie, wo die alle so mit ihrem Tanga so... Das Weihnachtsding dieses, da. Ja, genau, dieses Weihnachtsbild, wo alle Frauen so ihren Tanga zeigen und... Ich weiß gar nicht, was er macht, ich hab da nicht drauf geachtet. Zeigt auch seinen Arsch. Ja? Aber ja. Seinen richtigen Arsch? Ja. Ja. Warum kenne ich das nicht? Ja, das also nicht, dass ich es gerne wollen, kennen würde. Wundert mich, ehrlich gesagt. Ja, mich auch. Willst du es kurz ergoogeln? Ungern. Cutter? Sieht gefährlich aus. Puh. Krass. Kann ich auch. Ehrlich? Mach. Mach ich später. Okay, ich werde dich nochmal drauf ansprechen. Aber schon krass. Ist krass, ja. Aber warum, also, was hat das mit Gefängnis zu tun? Haben die das da immer gemacht? Das ist halt so eine Übung, die hat er wahrscheinlich jeden Morgen gemacht, vor dem Frühstück. Mhm. Und dann hat er es nach dem Frühstück nochmal gemacht. Boah, krasse Tagesroutine aber, oder? Das ist echt heftig, ne? Kannst aber was hat der für Tattoos? Ich kann gar kein Salto. Schon, Alter, sein können. Der hat... Das, wie so ein Clown hat, ist das, oder? Ich dachte an Joker gerade. Aber ja. Ist doch ein Clown. Nee, Joker. Jokers. Na, egal. Clown, irgendwie so. Ja, sind irgendwas. Die Erde ist flach, oder? Ja, die Erde ist auf jeden Fall flach. Ja. Jeder, der was anderes sagt, ist dumm. Ja. Wir sind Flat Earther, by the way. Die Erde ist flach, das ist Fake-Video, das ist genau wie mit Mondlanden. Naja, die Erde ist flach, aber halt rund, weißt du, so eine runde Scheibe. Ja, das ist, und deswegen die filmt man um die Scheibe, aus. Ja. Genau, ja, der filmt gerade die Scheibe. Ja, ja. Ja. Ja, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr. Gern geschehen. Die Opfer. Spaß. Warum so gemein? Weiß ich nicht, weil du mich fertig machst, wo ich mich anders fertig mache. Ich muss kompensieren. Du hast nicht krass lange Wimpern, das finde ich voll gemein. Ja, das sagen viele Girls. Ja? Mhm. Du musst auch so eine Wimpernwelle machen. Keine Ahnung, was eine Wimpernwelle aussehen. Ist. Naja, dann sind die so weiter nach oben, weißt du, dann hast du einen krassen Augenausschlag. Augenausschlag? Aufschlag. Ach so. Ausschlag könntest du auch bekommen. Das Zeug ist sehr chemisch. Ja gut, dann lieber nicht. Oh. Okay. Okay, Frage. Wie heißt das bei dir? Das wollte ich gerade fragen. Wenn du jetzt was Falsches sagst, ne? Da ist die Tür. Ich gehe sofort, gar kein Problem. Berliner. Gut. Okay, super. Es gibt manche, die nennen das, glaube ich, Krapfen, oder? War das nicht so? Krapfen und Pfannkuchen, ja. Pfannkuchen, das ist die Pfannkuchen? Das ist doch kein Pfannkuchen. Das ist kein Pfannkuchen. Ich verstehe, das hat nichts mit einer Pfanne zu tun. Wenn man Pfannkuchen, Pfannkuchen. Wenn man Pfannkuchen googelt, kommt legit... Wo sagt man das? In Berlin? Thüringen. Gut, dann haben wir es ja geklärt, oder? Ja, schön. Aber passiert da noch was mit dem Pfannkuchen? Das ist einfach so wie so ein Karpfen, gefühlt. Ah. Du bist es halt ein Berliner... Berliner Porn. Ja. Berliner Porn. Oh. Hattest du eine Zahnspange? Ja, aber diese unsichtbaren Invisalign?
Invisalign? Ja, ja, genau. Aber das ist ja keine, also dieses, was du so da drüber draufsteckst. Ja, immer auf die Zähne und die werden dann auch in die richtige Form gebracht. Aber ja, das zählt ja auch als Zahnspange. Das zählt auch als Zahnspange. Ich hatte so eine normale. So wie sie? So eine feste. Ja, so eine. Auch mit diesen Motoren, damit du halt besser auf und zu machen kannst. Komplett. So. Ja. Nein, das nicht. Was erinnert mich an Charlie und die Schokoladenfabrik, wo. Kennt ihr den Film ja, ne? Nee. Du kennst ihn. Ich weiß. Nein, ich kenne ihn nicht. Als Charlie klein war, hat er so eine komplette Spange, die ging um den ganzen Kopf herum und so. Ah ja. Ja, verrückt, egal, ich schaue es auf. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt. Nee, ich auch nicht. Ja, das ist. Aber die hat die auch so komisch oben hängen, die Zahnspange. Siehst du? Das ist so weit oben, diese Brackets. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, nicht in Deutschland gemacht oder ich weiß auch nicht. Hauptsache irgendwas sagen, ich weiß auch nicht, aber das ist meine neue Theorie. Genau. Ist das jetzt einfach so ein hübsches Mädchen? Wie lange geht dieses Video? Vielleicht sind es ein paar Sekunden. Warte. 14. Ja. Ja. Keine Ahnung. Das hab ich nicht, ne? Das war ich egal. Oh nein, das fällt dir doch gleich. Ah, ich glaube, sie versucht extra, dass es gegen den Kopf kommt. Oh ja. Oder gegen die Brüste, kann auch sein. Gegen Kopf oder so. Wahrscheinlich eher gegen den Kopf, oder? Ich glaube, sie hat versucht gegen Kopf. Ja. Das ist echt voll cool. Ich will das auch mal machen. Voll die Challenge. Du musst dich auf gut Glück dahinstellen und es ist wirklich gar nicht mal so wahrscheinlich, dass es passiert. Ja. Hä? Wäre doch krass, wenn du es schaffst, oder nicht? Ja, also schon, aber. Aber warte, sie schafft es bestimmt noch. Ja, ja, versuch nochmal 30 oder so klappt. Oh! Oh nee, das tat weh, ich will es doch nicht machen. POV, you show special talent to the class. Ah, okay. Es hört sich aber wirklich so an. Also das ist schon ein krasses Talent, was sie da auf jeden Fall. Stefan, machst du es wirklich vor der Klasse und dann machst du das so. Also das fände ich ein bisschen unangenehm vor der Klasse so. Also ich würde auf jeden Fall. Ist sie die Lehrerin oder was? Ich glaube, dass sie einfach Schülerin dann ist so. Talentshow. Hashtag Talentshow. Hattet ihr in der Schule auch so ein Talentshow? Nee. Hattest du? Ja, wir hatten. Was hast du gemacht? Ich bin da noch nicht aufgetreten. Ich bin doch nicht verrückt. Ist ja sein können, dass du irgendwie so ein Flickflack oder so da machst. Nee. Aber du kannst doch dieses, was dieser Knasttyp da gemacht hat, das hättest du doch zeigen können. Ja. Aber gab's gar, Gott sei Dank, bei uns nicht. Ich meine, gab's leider nicht bei uns. Wohl eher leider. Ja. Aber ich hätte wahrscheinlich auch so. Aber warum hat das 4 Millionen Likes? Das war gut. Ach so, ja, stimmt, das war richtig gut. Ah, siehst du? Ja. Also bei KFC in Holland steht, wir bellen. Also bei KFC. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Ja, also. Ja, muss man halt da bellen, ne? Das ist ja nicht schlimm. Bellst du manchmal? Selten, gelegentlich, je nachdem, wenn mich jemand dazu auf. War schon. Was denn? Hast du noch nie gebellt? Doch. Mach? Nee. Wow. Nein, das wird dann irgendjemand komisch benutzen, das will ich nicht. Das mach ich nur im Privaten. Okay, wir machen gleich Cam aus. Nein. Und Cam ist aus, jetzt kannst du machen. Hallo! Ich hab neue Freunde. Hast du schon Sex? Wir haben zwei Sommer. Bin ich schön, aber das ist doch nicht. Ah, ich weiß nicht. Halt die Fresse, du lässt dich. So ein frischer Junge. Warst du, was warst du für ein Klässler, als du der 5. Klasse warst, als du so 10, 11 Jahre alt warst? Wie warst du? Ich war so ein richtiger Schlägertyp, hab alle kaputt geschlagen. Das glaube ich dir nicht. Okay, was glaubst du, wie ich war? Ich glaube, du warst so ein kleiner, süßer Schüchterner, der so immer in der Ecke im Bus stand. Kommt das hin, Pien? Das kommt hin, ja. Kennt ihr euch so lange? Ja. Seit der 6. Ach krass. Ja, verrückt, ne? Und wie warst du? Was glaubst Schlägertyp. Du? Ich war Schlägertyp. Nee, was glaubst du? Auch schüchtern, oder? Nee. Warst du nicht so? Warst du dieses Girl, warst du die anderen Mobberin? Ich war die Mobberin, ja. Echt jetzt? Nein! Hätte ja sein können. Ich war normal. Was ist denn normal? Ich war so, ich weiß nicht, ich war immer so in der Cool Girls Gruppe, aber da die Uncoole, weißt du? Ah ja, okay. Ich hab's in die Gruppe geschafft, aber ich war da jetzt trotzdem das nicht Opfer so. Das Opfer irgendwie so noch. Es muss ja immer so gefühlt ein Opfer geben. Nee, das Opfer, ja doch. Eigentlich schon. Ja, vielleicht schon. Ja. Warst du gut in der Schule? Normal, würde ich sagen. Dreierschnitt? Also, ich hatte immer so, also mein Abi war 2,8. Das ist gut. Das ist okay, oder? Das ist schön gut. Was hattest du? 3,0, ja, ich bin. Ja, ist doch auch gut. Ist okay. Ey, wir sitzen hier. Ja. Uns geht's gut. Ja.
Top über 1% Deutschland, was jetzt, hä? Joke, joke. Ne, echt, ich bin sehr dankbar, dass ich hier jetzt sitzen kann. So. Und das mit diesem Abschluss. Was? Kommt so rüber, als wäre der Abschluss schlecht. Aber ist actually einfach okay. Ist voll in Ordnung. Ja. Kannst halt kein Medizinstudium machen, ne? Nee. Es sei denn, du hast ganz viel Geld, dann kannst du es schon machen. Aber wahrscheinlich schaffst du es nicht. Nee, weil ich dumm bin. Ich will jetzt ja auch nicht demotivierend sein. Alles also, gut. Falls du noch Medizin studieren willst. Astronaut werde ich auch nicht mehr, glaube ich. Ey, aber dann kannst du allen zeigen, dass die Erde wirklich flach ist. Vielleicht höre ich doch mit YouTube auf und... Nee, du musst ja mit YouTube weitermachen, damit du dann alles zeigen kannst. Achso, das Vlog so mithalten, so erzählen. Genau, ah, okay. Ja. Es gibt Chancen eigentlich. Es wäre geil. Ja, denk mal drüber. Würde ich es gerne sehen? Okay, mach weiter. Okay. Es sieht aus, als würde die so ein bisschen hocken. Als würde die so Pipi machen müssen. Weißt du? Aber Kinder sind schon süß. Ja. Aber auch schrecklich, aber süß. Ja. Aber ich hätte gar keinen Bock auf so ein Kind jetzt. Nee, ich jetzt auch noch nicht. Aber vielleicht in so 5, 6, 7 Jahren. Wieso? Vielleicht. Dann bin ich fast Mitte 40, das passt dann eigentlich. Wie alt bist du? 32. Nein, du lügst. Okay, wie alt bin ich? Boah, ich weiß es, glaube ich. 26, 27? Irgendwie so? Actually, ja, true. 27. Aber welches von beiden? 27. 27, ha. Sehe ich so aus? Ja, ne? Ja. Okay. Bist du zu gut in Deutsch? Nein. Bist du gut in Deutsch? Oh oh. Was ist die Mehrzahl von Oktopus? Oh nee, komm. Das will ich jetzt nicht machen. Das ich weiß es actually wirklich nicht. Mehrzahl von Oktopus. Oktopus. Würde ich auch sagen. Oktopi. Ganz kurz nochmal vorweg. 2,8 Abi, 3,0 Realschule. Was sagt sie? Haben wir auch gesagt, ne? Ich hab Oktopi gesagt. Oktopi, was ist das Richtige? Was ist die Mehrzahl? Hä? Nein, es war falsch. Er sagt ja gar nicht, was es wirklich ist. Nee, es war falsch. Ja, aber was ist es? Ich will ja jetzt auch die Antwort haben. Okay. Vielleicht hatte ich ja recht. Oktopi? Oktopi. Ich sage es Oktopi. Oktopi, was ist es? Oktopusse. Hä, warum aber auch Oktopoden. Oktopoden ist richtig. Wusstest das habe ich schon mal gesehen. Okay. Oktopusse ist aber auch richtig. Ja, also hat das falsch gemacht hier. Okay, Mehrzahl. Dann kann er auch kein Deutsch. Ja, true. Weltall. Hä, es gibt aber doch. Ein Weltall. Gibt es nicht nur ein Weltall? Die sind aber actually gut, die Dinger. Ich würde einfach Weltall sagen, es gibt keine Mehrzahl, oder? Gibt es Weltalle? Weltalle. Okay, was ist. Sie sagt Weltalle wie Hä, ist auch falsch angeblich. Hä, was ist es? Es gibt nur ein Weltall. Ha! Hat mir richtig. Hallo. Hat mir richtig. Voll schlau. Und was ist die Mehrzahl von Kaktus? Kakteen. Ja. Kaktus. Ach komm. Ach. Kakteen? Aber ich habe gehört, Kaktus geht auch. Nein. Hast recht. Geht es? Ich wurde mal in der Schule geärgert und Kaktusse genannt. Ja, das ist aber auch lange her. Ja, aber wegen Kaktusse, aber, cool, weißt du? Wegen Tusse, die Kacke ist. Aber egal. Ja, scheiß drauf. Es ist ja genau wie mit den Wörtern wie Pizzas. Beides geht jetzt. Ja gut, aber weil alle Idioten das immer gesagt haben, genauso wie macht Sinn, gab es auch ganz lange nicht. Und mittlerweile wurde das halt in den Duden aufgenommen, weil alle so blöd sind. Genau wie auch gucken mit K, jetzt geht es nicht mehr mit Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Wirklich jetzt? Hab ich gehört. Gucken geht mit K jetzt? Ja. Mhm. Für die Dummen, die immer falsch geschrieben haben, ne? Damit die jetzt ich richtig... Ich hab's nicht gemacht. Ja, warum machst du das? Wie ich dich vorwurfsvoll angucke auch, ne? Als wärst du schuld. Was hast du gemacht? Hallo? Ja, wir waren aber auf jeden Fall ganz gut. Ey, ich fand uns ganz gut. Ja. DUV, dein Freund fährt einen Schaltwagen. Kenn ich nicht, weil ich habe keinen Führerschein. Ja. Keine Ahnung. Kenn ich auch nicht, weil ich fahr keinen Schaltwagen. Aber ich bin auch kein Freund. Aber du kannst Auto fahren. Ich kann Auto fahren. Ja, ich kann sogar Schaltwagen fahren. Ja, ich hab's einmal gemacht in meinem Leben. Ja, und wie war's? Wo bist du gegengefahren? Nirgendwo. Wie lange bist du gefahren? 40 Minuten. Hä? Ja, Papa Platt hat es mir beigebracht. Aber auf einem Verkehrsübungsplatz natürlich. Ja, und da war Gott sei Dank niemand da, weil sonst wäre ich wahrscheinlich reingefahren. Ich habe nur ein paar Mal das Auto abgebracht, 9 Mal. Ach so, also du bist mit Schaltung gefahren? Ja. Hä, krass, und das hast du geschafft? Ja, mit einer kaputten Schaltung sogar. Wow. Gamer halt. Ja, gut, mal weiter. Welche Reaktion? Entschuldigung, du hast deinen Geldbeutel verloren. Nee. Nein. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so gut finden, wenn der das machen würde. Würdest du es merken, der soll wenn spucken er mit oder so, aber also jetzt nicht. Spucken. Aber nicht schlagen. Nee, schlagen. Gewalt ist nie die Lösung, ne? Nee. Wie ein Lama. Ja. Oder sind das Alpakas? Ist beides, glaube ich. Ja. Warte mal, bei Minecraft sind Lamas. Was? Was? Ehrlich jetzt? Ja, bei Minecraft spucken die Lamas. Aber die schön, spucken dass auch? Dass du mich immer so anguckst.
Hä, ja. Warte mal, bei Minecraft spucken die Lamas. Ja, wenn man die. Aber was spucken die? So kleine Quadrat, also so kleine Würfel? Ja. Ist doch alles aus Würfeln. Das ist ein kleiner Würfel. Guck mal, ich hab richtig. Du bist krank. Holy shit. Schon mal Minecraft gespielt? Nein. Okay, verrückt. Aber ich verstehe Minecraft auch nicht. Das ist ja, das sind ja nur diese Klötze, die du dann kaputt machst und dann wieder aufbaust, oder? Sag nichts Falsches, ne? Ja. Ja, ich halt einfach mein Maul. Ich glaube, es wird nur... Das wird ja, nur. Ich hab das Gefühl, du die Hater. Egal. Minecraft ist cool. Ist total cool. Also ich liebe das auch. Ich spiele das ganz oft, weil da kann man so Sachen bauen. Aber und Fortnite Lamas hast du schon mal gespielt, ne? Lass das Thema weg. Why is everyone getting buzz cuts these days? That's just kind of stupid. Die haben doch beide gleich einen, oder? Ich glaube auch. Und ich sehe das jetzt schon, dass das nicht... Aber warte, ich doch... Es steht nein, die. Nein, yeah, vorher war besser. Ja, vorher war besser, aber steht ein Tropfen. Nein, auch. Vorher war besser. Okay, es ist hässlich. Ja, hey, und der andere? Hat der andere keinen gemacht? Das sieht schon. Nee, der hat wirklich keinen gemacht. Das ist auch gut. Ja, das, ja. Hey, guck mal, das sieht doch viel besser aus mit ja, kurze Haare sind nämlich richtig hässlich. Ich muss es machen. Hä? Was? Hast du gerade kurze Haare? Sag mal, ja, doch, ja? Ich sehe es so halbwegs. Mach mal ab. Die nein. Kappe? Nein. Warum musstest du das machen? Verloren, Schere, Stein, Papier. Du hast Schere, Stein, Papier gespielt? Ja. Und dir dafür die Haare schneiden lassen? Ja. Ja, immerhin kein Buzzcut. Vielleicht sind das aufmunternde Worte. Ja. Timmy hat den Bogen raus. Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Geht's halb so schnell für den ja, weiter weiß ich nicht. Ey, ich kriege im Moment so krass viele von diesen Kindheitsserien-Dingern. Von ihm? Nee. Ich durfte das nie gucken. Warum? Weil meine Eltern immer meinten, alles was nicht Kika ist, ist Hirnverblödung. Ich durfte auch kein SpongeBob gucken und so. Was? SpongeBob ist strong. Triple A, S-Tier, alles. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne wahrscheinlich so 5 Folgen oder so. Was hast du dann geguckt? Ja, Kika halt, ne? Mädchen-WG, Jungs. Nein! Das geht ja nicht, oder? Doch, die Mädchen-WG habe ich mal geguckt. Aber das war auch nicht so cool. Caillou. Und Disney Channel durfte ich gucken. Warte, wie alt warst du, als du Caillou geguckt hast? 4. Okay, wie alt warst du, als du Kosovo Wanda geguckt hast? Ach so, 16, 17 noch. Ah, okay. Und zwar schon gucke ich immer noch teilweise. Ah. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Da. Jetzt darf ich ja. Also jetzt kann ich ja machen, was ich will, weißt du? Jetzt darf ich ja. Mama kann es nicht mehr verbieten. Ja, Mama kriegt es nicht mehr mit. Ja, richtig so. Denke ich. Junge, der hat ja eine komplette Sanduhr, der Typ. Sand? Ja, aber das ist krank. Krass. Das sieht komplett unecht aus. Da siehst du ja jeden einzelnen Muskel. Ja, unter dem Rücken ist halt krank. Ja. Das ist wie, als wäre da, keine Ahnung. Das ist schon irgendwie eklig, finde ich. Findest du? Bisschen zu, unten rum, oben rum ist cool. Unten zu viel, das ist halt sieht wie... Cool aus. Sieht aus wie ein... Silberrücken, diese Gorillas. Die oh ja. Ahnung. Das ist schon krank, was er hat. Ja. Also ich meine, das hat fast 1 Million Likes. Das ist anscheinend gut gewesen. Das war auch ein bisschen lustig. Ja, das war jetzt nicht kacke. Es war ja, die hat sich blamiert, aber ist wieder aufgestanden und hat weitergemacht. So ich macht das man das total Leben. Gut. Das ist eine geile Message am ja. Ende. Ja, ja, ganz ehrlich. Ist geil. Wisst ihr Bescheid, ist, ne? Ist geil. Falls ihr irgendwie hinfallt, shit auf. War liegen bleiben ist Opfer. Ja, wird halt auch irgendwie nichts bringen, so, weil dann wird so für immer liegen, weißt du? Das wäre ja auch irgendwie scheiße, dann wirst du ja sterben. Dann wirst du tot, weil du nicht mehr aufstehst. Kannst du nicht mehr essen, trinken, gar nichts. Es sei denn, niemand bringt dir was. Dann ja, geht's. Cool. Dann kannst du echt lange da liegen eigentlich, ne? Steht einfach auf. Steht einfach auf, ja. Scheiß drauf. Das waren schöne TikToks. Das hat mir Spaß gemacht. Das waren schöne TikToks. Liked und kommentiert. Yeah. Ich weiß, ich hab keine. Ey, es ist wirklich alles wird immer dümmer. Ich hab das Gefühl, ich gehe mit einem 30er IQ raus. Ey, es wäre mehr als vorher. Super. Okay. Tschüss.